Proppevoll war die Regionalkonferenz des Landesjagdverbands Nordrhein-Westfalen in und um die Stadthalle in Werl, um gegen das neue Landesjagdgesetz zu protestieren. Warten ist ja bekanntlich eine zielgerichtete Tätigkeit, ohne dass etwas passiert. Das machen wir nicht mehr mit, meine Damen und Herren. Herr Thies, ganz viele Jäger sind heute hier nach Werl gekommen. Was genau ist der Anlass? Anlass ist das Landesjagdgesetz, das die jetzige Landesregierung ändern will. Sie will ein sogenanntes ökologisches Jagdgesetz schaffen, und darin enthalten sind eine ganze Reihe von Vorschriften und Regelungen, die die Jagd in der bisherigen Form beschränken sollen, teilweise sogar verbieten sollen. Und deswegen sind die Jäger natürlich aufgebracht und wollen ihren Protest zum Ausdruck bringen. Was erhoffen Sie sich von der Veranstaltung? Eine Geschlossenheit der Jäger angesichts dessen, was die Landesregierung mit uns vorhat. Die Jäger sind geschlossen hier angereist. Wo kommen Sie her? Aus Lippstadt. Sie sind ein junger Mann, als Jäger eher ältere Kaliber hier zu sehen. Was macht die Jagd für Sie aus? Ja, die Jagd, die war für mich aus, dass man halt unbeschränkt die Natur nutzen kann und halt nicht von allen politischen Seiten eingedrängt wird und auch beschränkt wird, die Jagd dann auszuüben. Neben den weit über 1000 Besuchern aus der Jägerszene in der Stadthalle und den Zelten um das Gebäude waren auch einige Gegendemonstranten vor Ort.